nochmal mit einem riesigen Applaus. Ebenfalls dabei 240 DL-Spiele, 112 Spiele für die Eislöwe. Mitglied der Aufgemeinschaft zu 4 zu 5, Co-Trainer zu 6 zu 7. Thank you.
Thank you.
So, und jetzt sind wir natürlich wieder hier. Da hat es wohl wahrscheinlich ein schnelles zugegeben nach 32 Sekunden. Und der Torschütze das Tor für die Dresdner! Der Torschütze trägt die Nummer 8x8 und das ist die 64. Dino! 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 So, natürlich haben wir auch Axel Stendel und das war der Torhüter von Düsseldorf. Die Nummer 13, Jan Schatz und dazu die Nummer 22, Christian Schwarz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
König des Spiels, zwar genau, und das ist die Nummer 60. Thank you.
Thank you.
So, Freunde, da wollen wir natürlich unseren Trainer nicht vergessen. Der Trainer, unsere Einstellungen, das ist Yuji! Und der Benamus ist unser ehemaliger Manager, Spieler bei den Einstellungen. Hat alles schon gemacht. Das ist Jan!
Spielstand 5 zu 7.
Scheibe, die Nummer 13, Jan Schatz. Spielstand Dresden, die Eisnummer. Dresden, Dynamo. Thank you.
natürlich auch der Sinn, Herr Brissack, der Assistent dazu, die neuen Timeouts, das Mal. Und auch der Scoreliste erscheint auch die Nummer 9 für den anderen Ulf! Wird es wahrscheinlich der Turm, ich glaube, aus fast ausgerollt an. Tja, wie gesagt, ich denke mal, der Regie kocht nach dem letzten Turm ausweg. Ohne Angst, ob der am Tag oben ist, oder nicht genau. Auf jeden Fall, eigentlich, Freudenberg steht heute wieder mal an der Tür und betreut unsere Mannschaft, die Legenden der Dresdner Eishöhle, selbst die Legende der Freudenberg heute wieder aktiv. Hat mir das dritte Mal schon erzählt, das letzte Mal, aber das muss man immer wieder machen. Also, alles Gute und noch viel Spaß. Weiter geht's. Und jetzt muss der Turm glitzern. Oh, so steht links, glaube ich. Aus dem Turm. Und das ist ein Tor für den Thank you.
Da steht jetzt alles auf dem Zimmer, okay? Jetzt für die Kristallstöden Christian Dommschmidt. Jetzt kommt die Nummer 7, René Suti!